Ja, da ist er noch. Okay, also einzelne Bilder, wir sehen eine Menge Badezeichen. Wo ist denn doch eine Zange? Das ist jetzt ja auch nicht. Weiß kein Mensch. Gut, wenn man nicht. Ja, irgendwo finden wir. Irgendwo finden wir. Sie alle, meine Damen und Herren, hier in Schwäbisch Gmünd auf dem Marktplatz, aus nah, aus fern, herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Veranstaltung bei Kanzlerinnenwetter. Wie könnte es schöner sein? Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier sind in Schwäbisch Gmünd. Ich begrüße stellvertretend für die vielen Oberbürgermeister und Bürgermeister aus der gesamten Region unseren Richard Arnold, der nachher noch ein Grußwort halten wird, und den Oberbürgermeister aus Backnang, Frank Knupper. Alle, die ich jetzt nicht genannt habe, freue ich mich genauso, dass Sie heute hier sind. Ich finde, es ist ein großartiger Tag für Schwäbisch Gmünd, ein großartiger Tag für die gesamte Region, ein großartiger Tag natürlich auch für mich, vor allem, weil unser Hauptgast in wenigen Minuten eintreffen wird, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich freue mich, dass unsere Bundeskanzlerin den Weg ausgerechnet hierher nach Schwäbisch Gmünd gefunden hat. Und weshalb ist es ein historischer Tag? Noch nie, meine Damen und Herren, hat ein lebender Bundeskanzler, eine lebende Bundeskanzlerin den Boden der Kernstadt Schwäbisch Gmünd betreten. Das ist das erste Mal heute. Und ich bedanke mich bei den Unterstützern, allen voran will ich Stefan Krummenauer von der Firma Europa nennen. Der hat die ganze Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank. Zum 22. September sprechen, denn am 22. September ist Bundestagswahl. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Schicksalswahl für Deutschland. Da geht es um viel. Da geht es um die Frage, ob Deutschland nach wie vor Stabilitätsanker in Europa sein kann, ob wir diejenigen sind, die den Takt vorgeben für unsere europäischen Partnerländer und die dafür sorgen, dass dieses Europa eine gute, eine stabile, eine solide und zuverlässige Zukunft hat. Thank you.
grüß Gott, Frau Bundeskanzlerin. Ein wunderbarer Blick wieder mal von hier oben und zunächst mal ein Dankeschön. Da, wo Sie auftreten, scheint immer die Sonne. Da kommt der Moderator stimmt manchmal nicht ganz. Ins... also in Baden-Württemberg ja, aber bestimmt sonst. Ich hatte schon Regen ein bisschen. Okay, dann hatte aber hier nicht, das sieht man ja auf den ersten Blick. Ja, dann hatte ich Glück als Moderator. Frau Bundeskanzlerin, wir sind hier in der ältesten Stauferstadt in Schwäbisch Gmünd. Was ist für Sie das Faszinierende an Geschichte, wenn man das auch atmet auf so einem alten Marktplatz? Naja, ich bin erstmal sehr, sehr gerne nach Baden-Württemberg sowieso gekommen, zu Thomas Strobel und der CDU, aber auch vor allen Dingen zu meinem Kollegen Norbert Bartle. Und ich freue mich natürlich, auch an so historischer Stätte zu stehen und in so toller historischer, aber auch landschaftlicher Umgebung zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen freue ich mich, dass der Marktplatz so voll ist. Der könnte ja auch ganz leer sein. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Und trotz der Ferienzeit und dass wir heute miteinander ins Gespräch kommen können. Jetzt möchte ich erstmal eine schöne Wahlkundgebung machen. Okay, gut. Ja, lieber Norbert Bartle, lieber Thomas Strobel, liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte, die hier auch in der Region kandidieren, lieber Herr Oberbürgermeister, Herr Arnold, Herr Landrat, meine Damen und Herren, werte Gäste, es ist ein wunderschöner Anblick und Norbert Bartle hat in unserer gemeinsamen Arbeit schon sehr viel darüber gesprochen und gesagt, dass ich doch einfach mal hierher kommen möchte und muss. Und ich muss sagen, ich war ja neulich auch schon mal hier in anderer Sache bei der Evangelischen Allianz, aber es ist eine wunderschöne Gegend. Aber es ist eben auch eine sehr reiche Gegend im umfassenden Sinne an Menschen, die arbeiten, die sich einbringen, eine historisch reiche Gegend und eine Gegend, die ein Stück des deutschen Erfolges auch wirklich repräsentiert. Das heißt, wir müssen dranbleiben. Wir nutzen alle Apple, wir nutzen alle Microsoft, wir kennen Yahoo, wir kennen Google, aber nichts davon ist in Europa entstanden. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir auch weiter vorne mit dabei bleiben. Wir müssen in Forschung und Bildung investieren. Und Sie, die Sie heute Nachmittag hier sind, werden ja dann gefragt. Wie war es denn da auf dem Marktplatz? Sagen Sie wahrscheinlich heiß. Richtig. Dann sagen Sie hoffentlich auch, die CDU hat so eine praktische Hüte. Da scheint es einem nicht ganz so auf den Kopf. Aber dann werden ja die Menschen, die Sie kennen, Sie fragen, und was waren sonst noch? Wie war die Merkel? Und dann sagen Sie, ja, sah müde aus oder nicht, können Sie entscheiden. Aber dann wäre es schön, Sie sprechen über das, was wir hier miteinander beredet haben, auch noch weiter. Weil es wirklich um Deutschland geht. Und das heißt, es geht auch um jeden Einzelnen von Ihnen. In diesem Sinne lade ich Sie ein, wenn Sie überzeugt sind, mit beiden Stimmen für die CDU, für den Kandidaten und für mich als Bundeskanzlerin. Und lassen Sie uns dafür werben. Und die, die noch überzeugt werden wollen, denen stehen wir gerne für Frage und Antwort zur Verfügung. Herzlichen Dank, dass Sie heute Nachmittag da waren. Alles Gute für Schwäbisch Gmünd. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für diesen großartigen Beifall für unsere Bundeskanzlerin, aber vor allem vielen Dank, liebe Frau Dr. Angela Merkel, für diese wirklich umfassende Rede, die uns Orientierung gibt, die uns versichert für das, was wir vorhaben, die uns klar macht, worum es am 22.09. wirklich geht, bei dieser Bundestagswahl, die für uns alle so große Bedeutung hat. Wir Baden-Württemberger werden alles dafür tun,
dass ein dickes Stimmenpaket aus Baden-Württemberg Richtung Berlin geschickt werden kann am 22. Dafür kämpfen wir die nächsten 31 Tage bis zur Bundestagswahl. Wir haben es nochmals nachgerechnet, mit aller Kraft, mit aller Entschlossenheit. Und deshalb, liebe Frau Bundeskanzlerin, auf die Baden-Württemberger und vor allem auf die Gmünder und die Region Backnang, Gmünd, Göppingen, Schwäbisch Hall, Aalen, Heidenheim, alle sind Sie heute da. Auf die können Sie sich verlassen. Wir treten dafür ein, dass wir für die CDU ein gutes Ergebnis zustande bringen werden. Schwäbisch Gmünd ist ja die älteste Stauferstadt. Unser Oberbürgermeister Richard Arnold hat im vergangenen Jahr mit Ihrer Unterstützung, mit der Unterstützung der Gmünder Bevölkerung, mit großartigstem bürgerschaftlichen Engagement die Stauversage aufführen lassen. Viele, viele tausend Menschen haben sich beteiligt in originalgetreuen Staufegewändern. Und aus dieser Stauversage haben wir ein Schwert uns erstanden, ein original Stauferschwert. Kaiser haben dieses getragen und damit gestritten. Frau Bundeskanzlerin, wir wollen Ihnen dieses Schwert mitgeben, einerseits als Symbol für großartiges bürgerschaftliches Engagement, andererseits als auch ein Werkzeug, das zum Durchschlagen schwierigster politischer Knoten geeignet ist. Aber da bei diesem Durchschlagen von politischen Knoten und Umgang mit Schwertern auch Verletzungen entstehen können, haben wir uns gedacht, so können wir die Kanzlerin nicht gehen lassen. Da braucht sie noch was zur Pflege. Und da gibt es in Schwäbisch Gmünd eine Firma, die stellt wunderbare, naturnahe, Original-Natur-Kosmetik-Produkte her. Die Firma Velleda. Und die hat uns ein Sortiment ihrer Pflegeprodukte zur Verfügung gestellt, damit unsere Bundeskanzlerin auch prophylaktisch sich pflegen kann, um sich zu schützen vor möglichen Verletzungen. Frau Bundeskanzlerin, ein Sortiment von Velleda. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg und bitte gehen Sie zur Wahl am 22.09. Dankeschön.